Liebe Freunde, liebe Gesinnungsgenossinnen, wir sind am Rand einer neuen Zeit und ich werde euch heute so ein bisschen eine Zwischendecke einziehen. Ihr werdet sehen, dass es gibt die Welt draußen und es gibt die Welt hier herinnen und es gibt was dazwischen. If you ever change your mind about leaving, Ansage. Spitzt eure Bleistifte, spitzt eure Ohren, werdet überhaupt ganz spitz. Das ist eine Ansage, das ist eine Durchsage, das ist eine frohe Botschaft. Das wird ein Spitzenprogrammpunkt. Das hier ist der Motivationsabend für die apathische Masse. Das hier ist der Gesundbrunnen für die müden Krieger. Die große Offenbarung im kleinen Rahmen ist das Reparaturseidel unter den Ritualen. Hier werden sie geholfen. Ich packe meinen Koffer, aber in umgekehrt, ich packe meinen Koffer nämlich aus. Was haben wir denn da? Ich habe Bilder gemalt und dann hier aufgehängt. Ich möchte betonen, dass die Bilder womöglich aber nicht zwangsläufig mit diesem Text zu tun haben. Das sind in erster Linie einfach schöne Bilder. Da gibt es keine raffinierten Querverweise, keine versteckten Zitate und auch keine subtile Kapitalismuskritik. Alles hier hängt nur sehr lose zusammen. Es ist einfach nur da. Gesellschaft bedeutet strukturelle Gewalt. Wer das nicht bis ins Knochenmark verinnerlicht hat, hat generell nichts begriffen. Nada. Niente. Zivilisation bedeutet Normierung und Zwang. Nicht, dass ich das besonders schön finde, aber Erziehung, sofern sie gelingt, bedeutet Selbstdisziplin. Und wenn sie glorreich schief geht, bleibt nur noch die bedingungslose Kapitulation. Die unausgesprochenen Regeln des Zusammenlebens sind insofern unendlich, als sie täglich neu verhandelt werden. Wer da nicht wenigstens ein bisschen was begriffen hat, treibt auf einer sehr kleinen, sehr dünnen Eisscholle aufs offene Meer hinaus. Auf Nimmerwiedersehen. Machen wir uns doch nichts vor. Das hier ist kein Theater. Das ist das wirkliche Leben. Naja, doch, eigentlich ist es ja schon ein Theater. Der strukturelle Rahmen selbst ist nicht verhandelbar und umso erstaunlicher ist es, dass intellektuelle Diskurse mit Vorliebe genau dort anzusetzen versuchen.
Wer strukturelle Gewalt diskursiv entkräften will, ist einfach dumm. Der Diskurs ist Gewalt. Der ständige Versuch, sich gegenseitig von irgendwas zu überzeugen, ist Gewalt. Diese Veranstaltung hier ist Gewalt. Kunst ist Gewalt. Religion ist Gewalt. Wissenschaft ist Gewalt. Leben ist Energie. Energie ist ein anderes Wort für Kraft und Kraft ist ein anderes Wort für Gewalt. Ob dir das gefällt oder nicht, tut nichts zur Sache. Nur weil du einen Ort für deine fadenscheinigen Utopien hast, bedeutet das noch lange nichts. Gar nichts. Dein Paralleluniversum ist Weltflucht und Weltflucht ist Feigheit. Nochmal, ob dir das gefällt oder nicht, tut nichts zur Sache. Die feingliedrigste und damit raffinierteste Gewalt von allen aber ist der Diskurs selbst. Das selbstverliebte Geschwafel auf der Metaebene, ohne jede Auflagefläche im Hier und Jetzt. Die akademische Dampfplauderei, die rücksichtslose Verleugnung, die blumige Erzvertrottelung, das dünn geschissene Gesprader aus dem Elfenbeinturm, das sich ununterbrochen selbst bestätigt. Mit einer Handvoll abgegriffener Zitate quälen sich ganze Generationen an Geisteswissenschaftlern durch den universitären Duktus. Und ja, ich weiß genau, wovon ich da rede. Ich bin nämlich Soziologe. Amen, ich sage euch. Am Roosevelt Platz 2 habe ich genau 3 Vortragende kennengelernt, die keine Erbsenzähler waren. Kröll, Eder und Girdler. Die übrige Belegschaft dieses geistigen Sumpfs spielt abwechselnd Bullshit-Bingo oder wünscht ihr was? Ich habe Analysemethoden gelernt, deren Datengrundlage bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt war. Meinen diesbezüglichen Hinweis konnte Eva Flicker nicht nur nicht entkräften, sondern sie konnte schon die Problemstellung nicht erfassen. Für meine Prüfung zu Luhmanns Liebe als Passion habe ich eine sich selbst zerstörende Zitatenmatrix vorbereitet, anstatt die Prüfungsfragen zu beantworten. Dafür habe ich dann ein befriedigend bekommen. Befriedigend? Du windiger Korinthenkacker, gibst mir ein befriedigend? Bist angrennt? Warum sage ich das? Einfach um anhand 2 konkreter Beispiele zu illustrieren, dass die Betriebsblindheit in allen Bereichen Redundanzen erzeugt, die keine Fehler sind, sondern dass diese Doppelungen bereits die zentralen Ergebnisse sind. Fun Fact: In der Wissenschaft sagt man zu einem Fehler Artefakt und in der Kunst ist alles ein Fehler, was kein Artefakt ist. Egal, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist nicht so, dass Fehler in den Sozialwissenschaften sind, sondern dass dort ein ganz kleines bisschen Wissen in einem Ozean aus Gülle dahin dümpelt. Anderes Beispiel. Ich habe in meinem Leben schon viele Künstlergespräche über mich ergehen lassen. Richter und Mese holen sich gegenseitig einen runter und so Scheiße. Bist du jetzt Künstler oder bist du jetzt Soziologe? In der Rolle reflektiere ich eigentlich mein Studium und mache Parallelen zwischen den Geisteswissenschaften und der Kunst. Okay. Mhm. Klopf, klopf, wer ist da? Die Impulstanz-Pressekonferenz 2017 mit Stargast Jan Fabre. 2013 hatte ich seine Käferfiguren im Louvre gesehen. Er war und ist in alle Ewigkeit der erste lebende Künstler, der jemals im Louvre ausgestellt wurde. Und weil mir die Skulpturen auch 8 Jahre später immer noch in lebhafter Erinnerung sind, wohl auch völlig zu Recht. Kommen wir zurück zur Pressekonferenz 2017. Da sitzt er also, aber anstatt dass er über schillernde Insekten redet, was mich interessiert hätte, redet er irgendeinen Performance-Schwachsinn. Er kündigt eine erotische Performance an und sagt, es können sich gern noch ein paar hübsche blonde Mädchen melden. Er sagt das in einem selbstgefälligen Großkünstlerton und zwinkert hinüber zu seinen Kolleginnen. Es sind meiner Erinnerung nach ansonsten ausschließlich Frauen am Podium. Keine sagt was.
Nicht mal ein Räuspern und auch kein Stirnrunzeln. Der alte Mann muss schmunzeln. Schon wieder gewonnen. Alles egal. Natürlich. Das solltest du eher so lesen, dass, oder ich würde es eher so lesen, nicht, dass die Frauen ein Problem haben, sondern eher so, dass es klar ist, dass keine was sagt. Also weißt du, weil jetzt hast du es so gelesen im Sinne von, keine sagt was, wie krass, aber eigentlich ist ja an der Geschichte oder an dem Punkt das Interessante, dass wir wissen, dass natürlich keine die Kraft oder die Macht hat, in dem Moment was zu sagen, sondern er ist ja der Boss und die sind halt einfach alle nur so anwesend. Naja, aber die sitzen mit ihm am Podium. Also sie stellen das Programm vor vom Impulstanz und er ist einer der Künstler am Podium. Und es kommt noch ein bisschen mehr. Okay, wir warten erstmal ab. Okay. Aber du kannst gerne nochmal, wenn die Passage durch ist, dann wir lesen mal bis zu Ende. Okay. Aber du kannst nach der Passage. Ich weiß ja nicht, wohin es läuft. Okay. Die Geschichte geht weiter, genau. Neulich, also 4 Jahre nach dieser Pressekonferenz, wurden Missbrauchsvorwürfe um diesen Insektenpanzer auf Styroporkugelnkleber und, wie soll ich sagen, Verausgabungsperformance Heini bekannt. Alle am Podium müssen 2017 begriffen haben, dass der gute Mann nicht ganz sauber ist, aber solange man gemeinsam mit einem großen Namen genannt wird, ist allen immer alles recht. Und genau das ist das Problem. Alle spielen mit. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Immer wird so getan, als gäbe es die Flexiblen und die Standhaften, aber das stimmt überhaupt nicht. Jeder Mensch hat seinen eigenen kritischen Punkt. Und bis dahin sind alle mit allem einverstanden. Ein paar wenige gibt es, die relativ früh aufmüpfig werden und dafür regelmäßig die Watschen kassieren, die alle anderen eigentlich schon längst verdient hätten. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich schon genug eingesteckt habe. Diese ganzen Steine habe ich mir einverleibt und ich bin immer noch nicht im Brunnen ertrunken, weil das nämlich gar kein Brunnen ist, sondern ein scheiß Neusiedlersee. Ich bin verletzlich. Ich mache Aussagen, ich mache mich angreifbar. Ich verstecke mich nicht hinter irgendeiner windigen Theorie. Ich habe keine Angst davor, falsch verstanden zu werden. Und ich habe auch keine Angst davor, dass du mir einen Strick aus irgendeinem Satz drehen könntest. Weil deine Meinung genau genommen gar nicht deine Meinung ist, sondern nur die Summe dessen, was gerade opportun ist. Wie fühlt sich das an, wenn der Elfenbeinturm brennt? Ist dir noch warm oder schon heiß? Und was glaubst du, in welche Richtung sich das Raumklima in Zukunft noch entwickelt? Müssten wir vielleicht irgendwann die Zeche dafür zahlen, dass wir die stinkenden Sümpfe panisch trockengelegt haben? Wird es uns vielleicht doch noch etwas kosten, dass wir hier alles so brav ausgeleuchtet haben? Sagt am Ende vielleicht jemand, dass wir die ganze Zeit über immer nur geredet haben, was wir uns wünschen und dabei sämtliche konkreten Problemstellungen umschifft haben, machen wir am Ende nur selbstreferenziellen Müll, so wie dieser Text selbstreferenzieller Müll ist. Denk da mal drüber nach, das ist eine Hausübung. Ich habe keine Angst vor deiner Meinung, aber ich habe Angst davor, dass mir irgendwann auch alles egal ist. Dass ich irgendwann auch nur noch strategisch handle, das macht mir Angst. Du machst mir keine Angst, du hast Angst. Das ist meine Spielwiese, das ist nicht dein Standpunkt, das ist dein verlorener Posten. Nicht Frontex ist die Festung Europa, sondern wir alle, insbesondere diejenigen, die ins Theater gehen, nämlich diejenigen, die sich selbst für reflektiert halten und auch das Weltgeschehen einigermaßen mitbekommen, die sind schuld. Ihr seid schuld. Wir sind schuld. Nicht die FPÖ-Wähler im Trachtenverein, nicht die faulen Langzeitarbeitslosen vom Sozialporno-Fernsehen, das du ironisch schaust, nicht die besoffenen Punks auf der Maria-Hilfer-Straße, nicht die verträumten Hippies in der Lobau, nicht die dummen Impfverweigerer, nicht mal die prahlerischen Jetsetter und schon gar nicht die armseligen Regierenden, deren Job einzig und allein darin besteht, sich am Schleudersitz festzuhalten.
Was für ein Leben. Nein, die sind alle nicht schuld, weil sie nämlich die Problemstellung gar nicht verstanden haben, so wie damals Eva Flicker. Du bist schuld, weil du behauptest zu wissen, was Sache ist und trotzdem mit dem Finger auf die anderen zeigst. Schuld ist genau die Gruppe, die sich selbst gern kritisch nennt, aber in Wahrheit einfach nur feig ist. Wir hier sind ein Haufen fetter, aber Hauptsache bodypositiver Hirnwichser. Die selbstgerechte Intelligenzia, die sogenannte Avantgarde, ist in vielen Fällen das genaue Gegenteil von progressiv, sondern einzementiert. Das sind oft Leute, die stur nach Zahlen malen und keinen vernünftigen Satz rausbringen, sondern bloß systemimmanente Schutzbehauptungen. Du hältst dich für subversiv und spielst deinen komplett entrückten Ausdruckstanz doch nur den vermeintlichen Gegnern in die Hände. Die lachen sich kaputt darüber, dass du dich permanent selbst disqualifizierst und dabei bedeutungsschwanger am Boden dahinkriechst. Deine dümmliche Konzeptkunst ist eine Schande für die Menschheit. Das Problem ist nicht die Hackordnung, sondern dass ständig behauptet wird, es gäbe sie nicht. Die Menschheit ist auch in einer Löwenhöhle und das ist zwar nicht immer nett, aber wenigstens ehrlich. Einerseits sind alle plötzlich so naturverbunden, aber gleichzeitig wird vehement bestritten, dass der Mensch ein Tier ist. Ja, was willst du eigentlich? Ein bisschen plaudern vielleicht? Nicht hier, nicht mit mir. Die Katze ist im Sack und kommt so schnell nicht raus. Du bist die Katze. Du kannst dich nicht rauswinden und wegdrehen. Du bist die Katze im Sack. Du willst raus, aber du kannst nicht. Du bist neugierig, aber du hast irgendwie auch so ein mulmiges Gefühl. Du musst die Ambivalenz jetzt aushalten. Ambivalenz aushalten. Spannung, Strom. Druck. Moment, fragst du dich. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders nett. Was ist jetzt mit dem spitzen Abend? Kriege ich meine gute Nachtgeschichte oder nicht? Lass dich überraschen. Kommt gleich. Pass auf. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, weil ich hier die Entscheidungen treffe. Ich helfe dir dabei, deine zentrale Lebenslüge auszugraben. Wir holen deine Lebenslüge aus der Löwenhöhle raus. Das ist mein Spezialgebiet. Das ist meine Spezialität. Das ist ein Spitzenprogrammpunkt. Hier geht's ans Eingemachte. Hier geht's ans Eingekochte. Hier geht's ans Fermentierte. Ladies and Gentlemen, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Die große Offenbarung im kleinen Rahmen ist in Wahrheit eine saure Gurkenzeit. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Jetzt darfst du, aber du kannst nicht. Du kannst dir dein Lieblingstwinny nicht aussuchen, weil ich dir nämlich nur die beiden Steckerln übrig lasse. Und die sind beide gleich. Moment, sagst du, da gibt's immer noch ein linkes und ein rechtes Stabel. Von wem aus betrachtet? Von dir oder von mir? Als Kind war ich die meiste Zeit im Wald. Ich habe schon immer sehr viel Ruhe gebraucht und der ruhigste Ort ist bekanntlich der Wald. Eine Zeit lang habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, das Harz der Fichten mit einem Feuerzeug flüssig zu machen und dann mit einem kleinen entrindeten Ästchen rotierend aufzufangen. Als würde man einen Lutscher basteln. Dabei hat einmal ein Baum Feuer gefangen. Eine kleine Stichflamme loderte kurz auf und ich wundere mich heute noch, dass ich dabei nicht den ganzen Wald abgefackelt habe. Ist das wirklich passiert? Ja. Ja, und wenn ich jetzt dran denke, dann ist es immer noch... so gefährlich. Ja, ist völlig irre. Vor allem, dass da nichts passiert ist. Vor allem, da sind die Bäume sehr dicht gestanden. Mhm. Es war ganz ungewöhnlich. Da war kurz so eine Flamme, so ein Auflodern, vielleicht einen halben Meter Durchmesser, aber wirklich so eine kurze Stichflamme. Krass. Und dann habe ich mit meiner Jacke oder mit irgendwas drauf
geschlagen. Und dann hat es aufgehört. Und ich war aber nämlich auf dem Baum drauf. Das war so eine, ja. Krass. Ich bin darauf gekraxelt auf den Baum und habe halt geschaut, wo halt Harz austritt. Und dort habe ich das immer gemacht. Krass. Ja. Also da hatte ich echt Glück, muss ich wirklich sagen. Gerade eben frage ich mich, wie oft ich in meinem Leben einem Unglück schon knapp entkommen bin. In Thailand zum Beispiel, als ich im Dschungel eine Königskobra streicheln wollte, weil ich sie für eine Python gehalten hatte. Die Schlange hat im letzten Moment Reis ausgenommen und mir damit das Leben gerettet. Und das ist auch wirklich passiert? Ja. Und warum ist die weggerannt? Weil es ein Fluchttier ist. Ich weiß es nicht genau, die war gewickelt um so einen Blumentopf, also das war, es war so ein Resort im Dschungel und da waren am Wegesrand, so am Pfad, muss man sagen, Weg ist zu viel gesagt, aber so am Pfadrand waren immer so in 5 Meter Abständen so große Blumentöpfe und dann haben wir von unserem Baumhaus, man konnte so Baumhäuser mieten, runtergeschaut und da war einfach mal gesehen, eine sehr dicke Schlange hat sich um den Blumentopf gewickelt und die war so dick, dass ich mir ganz sicher war, es muss eine Würgeschlange sein. Da dachte ich mir, naja, Würgeschlange hat einen schlimmen Namen, aber ist ja völlig harmlos. Also gehe ich da mal runter und streichle da mal drüber über die Python. Ja. Und da habe ich das halt versucht, bin halt da runtergegangen, währenddem meine Ex-Freundin vom Baumhaus aus Fotos gemacht hat, kann ich nachher zeigen. und im letzten Moment hat sie sich halt gelöst und dann so relativ schnell ab durchs Laub. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Weil bis dahin dachte ich mir ja, naja, weiß ich nicht, Python oder so. Ne? Dann später beim Abendessen haben wir dem Kellner auf dem Handyfoto oder auf dem Display von der Digitalkamera haben wir ihm das gezeigt. Mhm. Und er hat dann so ein ganz kahles Gesicht gekriegt. So. Und schaut mich so an und sagt, du hättest tot sein können. Nee, er sagt so, ist King Cobra. Und er war völlig, völlig geschockt. Dann haben sie halt überall die Lichter angemacht im Resort und habe halt irgendwie versucht mit Geräuschen und bla und ach du Scheiße. Und niemand durfte das Restaurant verlassen, alle nur in Begleitung mit Leuten aus links. Ja, du bist halt hin, wenn ich dich weiß. Ja, das glaube ich. Krass. Mhm. Eine Königskobra ernährt sich von Kobras. Es ist so wie zum Quadrat. Das ist wirklich krass. Ja, also Königskobra ernährt sich nicht nur von Kobras, aber die fressen Kobras. Crazy. Also sie fressen alles, aber eben auch Kobras. Völlig verrückt. Und die Schlange war ein gutes Stückchen länger als ich, würde ich sagen. Und darum dachte ich mir, ja, es war ein bisschen schwierig. Oh Gott, krass. Ja, im Nachhinein denke ich mir auch völlig bescheuert. Ja, aber damals dachte ich mir, ja, ich gehe da jetzt runter, lustig, eine Python, wollte ich schon immer mal sehen. Es würde mir im Traum nicht einfallen, wenn ich so eine Schlange irgendwo sehe, dazu sagen, da hinzugehen. Aber ich habe auch eine Schlangenphobie, also ist auch... Nee, ich habe tatsächlich wirklich eine Schlangenphobie. Ja. Also. Ich mochte Schlangen immer schon und ja. Im Nachhinein denke ich mir auch einfach völlig, ja, ziemlich verrückt. Ja. Ich soll ja eigentlich gar nichts machen. Hast du wirklich eine Kobra gesehen? Mhm. Und gestreichelt. Nicht gestreichelt, versucht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist irgendwie lustig und aber nach einer gewissen Zeit wird es aber traurig, weil manchmal kommt man drauf, dass Dinge, die man lange vermutet, irgendwie so durchsickern. Und man hat das Gefühl, dass man vielleicht ein Stück weit steckt, irgendwo drin steckt. Und ich sitze jetzt schon seit 3,5 Monaten auf dem Sessel und ja, es wird die Zeit lang, man denkt nach über Sachen und immer was aufgemalt. Es ist eigentlich immer großes, immer große, ich sehr viel aufgemalt und ich habe manchmal, wenn ich keinen so guten Tag habe, heute habe ich einen sehr guten Tag, heute habe einen wunderbaren Tag, heute habe einen großartigen Tag. Heute bin ich sehr fröhlich. Manchmal, wenn ich mir ein Stück weit verstecken will und die Leute gehen nur so durch, dann setze ich manchmal nur diese Maske auf und sitze so da. Und wenn dann Leute einzeln vorbeikommen, Dann sitze ich am Anfang und jetzt kommt der Schmäh. Pass auf, der Oberschmäh. Der Schmäh.
mit den Händen hinten verschränkt, sodass man kein Körperteil sieht, sodass es eine Puppe sein könnte. Aha, Trick, Trick. Und dann sitzt man so da und dann kommen die Leute ein bisschen näher, bisschen näher, bisschen näher. Und dann machen wir irgendwas. Und die Leute sind hier schon, wie soll ich sagen, die sind sozusagen bis noch relativ weit auf jeden Fall. Und genau. Die Sache hat aber einen ernsten Hintergrund. Ich soll nämlich nichts sagen, aber im Sinne von wen anderen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich soll wen decken. Ich soll sagen, so, ja, hier ist eine Ausstellung, bitte die Bilder nicht anfassen, macht eh keiner immer. Aber ich soll halt dann so sagen, so, ja, es ist eine Ausstellung und so. Und dann muss ich irgendwie ein Stück weit darauf hinweisen, dass ich diese Bilder gemalt habe, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. Nach einer gewissen Zeit, ich sitze jetzt schon seit 3,5 Monaten auf diesem Sessel, manchmal auch hier, weil meistens da ist, aber auch eigentlich wurscht, auf welchem Sessel man sitzt. Kommen einem so Gedanken und man denkt sich, was vielleicht anders? Nach einer gewissen Zeit verschiebt sich auch so die Tageszeit. Man sitzt eben hier, hat kein direktes Sonnenlicht, man denkt nach, man macht sich Gedanken, es ist eh Winter. Und man soll ja immer noch so standardmäßig was runter sagen. Hier läuft eine Textschleife, diese Textschleife dauert 45 Minuten, sie wird unterbrochen von einem Block mit Liedern. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I'm old. Zum Teil Bezug zu den Bildern, die Sie hier an der Wand sehen, aber nicht nur. Und dann weist man darauf hin, dass man diese Bilder auch kaufen kann, wobei
für meinen Geschmack ist es, also ich muss ja schon ein bisschen darauf eingehen, auch dass ich das gemalt habe, aber das ist jetzt vielleicht auch der Punkt, an dem es, man denkt nach und nach so 3,5 Monaten verschwimmen gewisse Grenzen und es wird alles ein bisschen diffuser. Und ich habe dann was, weil ich eben das entfassen kann, ich springe immer hin und her zwischen, dass das mein Raum ist, dass ich das gemalt habe, dass es meine Stimme ist, das ist ja auch wirklich meine Stimme, die da zu hören ist, aber dann wiederum denke ich mir, es ist relativ naheliegend, dass jemand anderer mir gesagt hat, dass ich das machen soll. Weil ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, sowas zu schreiben, dieser Text zum Beispiel, es ist richtig, dass ich den aufsage, es ist richtig, dass ich den irgendwo reinspreche. Aber das ist einfach, das hat mit mir nichts zu tun. Und diese Bilder sind einfach bunt. Also, das sagt mir alles nichts. Das sagt mir überhaupt nichts. Und nach 3,5 Monaten macht sich dann irgendwann Gedanken und dann malt sich alles auf. Und ich bin jetzt, ich bin einer großen Sache auf der Spur. Ich bin wo dran, ich bin dran, ich bin direkt davor. Secret Sekte. Echsenmenschen Dracula, ich bin wo dran. Liebe Freunde, liebe Gesinnungsgenossinnen, wir sind am Rand einer neuen Zeit und ich werde euch heute so ein bisschen eine Zwischendecke einziehen. Ihr werdet sehen, dass es gibt die Welt draußen und es gibt die Welt hier herinnen und es gibt was dazwischen. Es gibt feine Nuancen, es gibt so Scheibchenweise. Und wenn man was dreht und wendet und wenn man es oft genug macht, schaut's mir genau auf die Finger. Wenn man es oft genug dreht und wendet. Mit großer Konzentration verschwimmen irgendwann die Ebenen. Was ist oben? Was ist unten? Was ist seitwärts? Habe ich den Gasherd abgedreht? Wahrscheinlich. Was mache ich mit der Information? Wahrscheinlich. Lauter Dinge gehen einem durch den Kopf, wenn man auf diesem Sessel sitzt. Manchmal laufen wir auf diesem Sessel, insbesondere wenn man auf diesem Sessel sitzt. Dieser Sessel ist der Gedankensessel, ist der Hirnfix-Sessel. Man sitzt drauf und denkt sich die ganze Zeit so, bam, 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 bam. Es geht die ganze Zeit dahin. Und ich habe mir die Zeit, wenn man schon mal Museumsaufsicht macht, ja, kann man ein bisschen nachdenken. Ja, okay, passt. Manchmal ist ja niemand hier. Es ist ja Zufall, dass heute so viele Leute da sind. Meistens mache ich einfach nur Striche. Oder, pass auf, Trick 17. Tack, tack, tack. Entschuldigung. Wer hat da sein letztes Bier versteckt? Ich weiß es nicht. Das sind so die kleinen Zaubertricks. Du könntest noch was lernen heute. Es ist so. Ich bin immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja, schön und lustig, ja, schön und lustig. Auf der anderen Seite bin ich ja auch wo dran. Ich bin ja auch wo hinterher. Ich weiß ja, dass sich die Ebenen permanent verschieben. Und ich will euch heute zeigen, wie man dazwischen schaut, zwischen diese Ebenen schaut, in diese Sandwich-Optik hineinkommt und dann so direkt durch, mit so einem scharfen Blick, mit einem Laserschwert, so. Diese Optik, ich will euch heute zeigen, wie das geht. Ich will, dass ihr das heute mitnehmt, ich will, dass ihr das aufsaugt, ich will, dass ihr das rentiert. Und zwar, es ist so, es gibt verschiedene Personen und es beginnt 2004. Ich war junger Student in Wien und dachte mir, ja, gehst du ein bisschen spazieren und dann war ein Stand von der Künstlergruppe Monochrom unter der Leitung von Johannes Grenzfurter. Die machen jetzt nicht mehr so viele Sachen, aber die waren damals, als ich junger Student war, sehr, sehr aktiv. Die haben im Museumsquartier einen Raum gehabt und haben eigentlich immer wieder die verrücktesten Sachen gemacht. Und 2004 haben die auf der Marie-Hilfer-Straße einen Stand gehabt, vorausgefüllte Formulare und du konntest deine Seele verkaufen. Das ist wirklich passiert. Die sind da gestanden, wie mit so einem Amnesty International Standel und haben gesagt, okay, so wir kaufen deine Seele, 10 Euro. Und dann Name, Adresse, Telefonnummer, Wohnhaft, wie auch immer. Also Daten, Fakten, ihr wisst schon. Und ich gehe da vorbei und denke mir, 10 Euro für einen Zettel, 1 Minuten Arbeit, 600 Euro Stundenlohn. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil man kann ja nicht alle Zettel ausfüllen. Aber trinkt mal einen Schluck. Schön, dass ihr da seid. Auf euch. Danke.
In jedem Fall habe ich das unterschrieben. Und wie ich noch weggehe, denke ich mir, die er wieder schön reingelegt. Und nach einer gewissen Zeit ändert sich der Blick. Ungefähr eine Woche später sitzt sie jemand gegenüber von mir in der U-Bahn, ungefähr so, und sagt so, ich hab das Gefühl, dir fehlt was. Gell, dir fehlt was. Wirkst du leer? Wirkst irgendwie leer? Und da habe ich mir am Anfang habe ich mir noch gar nicht so viel dabei gedacht und habe mir gedacht, ja, red halt der Typ, besoffen irgendwas, ne? Schon okay. Und ein paar Wochen später, auf irgendeiner WG-Party oder was weiß ich, was das war, weiß nicht mehr genau, wo ich war. Auf jeden Fall war da ein Typ, der die ganze Zeit gelabert hat, das Wichtigste. Aber wirklich das Wichtigste und das Einzige, was einem bleibt, ist die Seele. Die Seele ist der Kern des Menschen und man vergisst es immer, weil alles so überlagert ist von Religion und dies, das und so. Aber nein, er besteht drauf. Ist auch völlig egal, ob man was glaubt oder nicht was glaubt. Die Seele macht einen großen Unterschied. Wir sind nicht nur ein Haufen von Zellen, sondern da drin sitzt etwas zutiefst Heiliges. Und irgendwie hat mir das ein Stück weit erwischt. Und wie ich da jetzt so gesessen bin, 3,5 Monate, auf diesem Sessel und diese Ebenen so hin und her geschoben habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, wie das verwischt und wie ein Stück weit. Am Anfang ist es irgendwie interessant und am Anfang ist es spannend und man fängt an, das irgendwie aufzuzeichnen und man hat so das Gefühl, man ist was dran, aber ein Stück weit ist es irgendwie gut und dann merkt man irgendwie, wie so die Stimmung kippt. Und die Stimmung kippt dann auf eine ganz komische Art. Man denkt sich, was, wenn das alles verbunden ist? Was, wenn das alles zusammenliegt? Das alles zusammenliegt, diese ganzen Ebenen. Also es ist so. Also ich bin jeder Aufseher in diesem Zimmer. Okay, schön und gut. Ist euch schon mal aufgefallen? Da hinten, diagonal, gibt es einen Typen, der behauptet, er ist Elvis. Sitzt da drin und singt so, I love so tonight. Und da fragt man sich, sind wir nicht alle ein bisschen einsam? Und sagt es mir was? Sagt es uns allen? Was will uns das was sagen? Wir sind hier im Hotel, wir sind hier im Heartbreak Hotel. Und man fragt sich die ganze Zeit, was will mir das sagen? Will es irgendwie auf mich Bezug nehmen? Und maybe I didn't treat you quite as good as I should. You're always on my mind. Das Channeling. Das geht so hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Das ist voll drin. Das ist einfach so Turbo. Und will mich der vielleicht attackieren oder ein Stück weit hängt das zusammen? Hat der auch seine Seele verkauft? Hat der vielleicht auch seine Seele verkauft? Dieser Elvis. Der. Ob der da mit drin steckt? Der steckt da mit drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mit drin steckt. Komplett mit drin. Aber das ist noch lange nicht alles. Ja, wisst ihr, wer noch drin steckt? Da hinten gibt es so eine Lisa, die macht so therapeutische Sessions. Sagt die zu mir, ich wäre schizophren. Völliger Wahnsinn. Ja, die steckt doch wo drin. Der sagt es und jemand sagt zu dir, du könntest dem Hubert so ein bisschen Psychoterror machen, weil der kippt dann voll drauf rein und so. Jetzt sagt die mir das. Passt auf, das hängt nur weiter zusammen. Meine Psychotherapeutin in echt sagt auch, ich bin schizophren. Die ist auch bezahlt von denen allen. Es hängt alles zusammen. Das ist alles in die reine Truman-Show. Und das kostet ja. Jemand muss das Geld generieren. Dass irgendwer muss die Kohle reinbuttern, damit das hier alles rauskommt. Man muss sich das vorstellen wie eine große, große Sekte. Sekret-Sekte. Symbol, Echse, Dracula. Wisst ihr, das ist alles auf dieser obersten Ebene, hängt das alles zusammen und die setzen andere Leute unter Druck und die setzen sich gegenseitig unter Druck und dann kommt's. Also, die setzen diesen sprachlichen Virus in Gang und da muss man sich dann an einem gewissen Punkt fragen, manchmal, wenn ich hier sitze, wenn ich auf diesem Sessel sitze, wenn ich seit 3 Monaten auf diesem Sessel sitze und mir Fragen stelle und die Leute fragen, ja, und was ist das? Und ich sage so, ja, das ist eine Textschleife, die dauert 45 Minuten.
Und am Schluss gibt's Musik und eigentlich hätte diese Musik, wäre dazu gedacht gewesen, diese Textwurst zu unterteilen. Aber der Künstler hat sich anders entschieden. So ein Zufall, ich bin der Künstler, darf ich mich vorstellen, darf ich Ihnen was erzählen? Wollen Sie ein Bild kaufen? Wollen Sie ein Bild kaufen? Sie müssen ein Bild kaufen. Bildkaufpflicht, dann mache ich hier zu, sperr zu und sitz hier und dann ist es hier Escape Room. Und dann mache ich so Psychoterror und setze mir das so auf und sage so, verkehrt, verkehrt, mache ich das so? Dann sage ich so, Escape Room! Und normalerweise, ich meine, heute wusste ich, dass nette Leute da sind und sogar Kinder! Und, aber normalerweise sitze ich dann hier mit zwei so Messern und wetze die so gegenseitig und sage so, fühlen Sie sich wohl? Und sitze so da. Oder manchmal bewege ich mich gar nicht und sitze wie so eine Vogelscheuche und dann glauben die Leute, ich verstecke meine Hände auch noch und dann glauben die Leute, das ist eine Puppe und irgendwann sage ich was. Und die Leute erschrecken sich so Tode. Manche haben schon versucht, in den Fernseher hineinzukraxen, zu verschwinden in der anderen Welt, aber es funktioniert nicht. Man bleibt hängen. Also es geht, man kann in den Fernseher nicht. Und jemand mobilisiert Geld und mit Geld meine ich richtig viel Money. Money, 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 da steckt richtig viel Geld drin. In diesem ganzen Schema, das im Endeffekt, ich glaube, es zielt auf mich ab, vielleicht zielt es auch auf den anderen ab, aber ich glaube, im Endeffekt wollen die alle mir Druck machen. Die gehen alle auf mich los, ich weiß nicht warum. Aber vielleicht bin ich so in so einer Matrix oder so einer Truman-Show. Und ich werde die Welt retten. Ich werde die Welt retten müssen. Es ist auch dringend notwendig. Und auf jeden Fall das ganze Geld geht in die Therapeutin. Die sagt, ich bin schizophren. Und da gibt's, da hängen noch andere Leute dran. Ihr werdet das nicht für möglich halten. Eine Affäre von mir hat mir diese Therapeutin empfohlen. Echt wahr? Wirklich passiert? Die lacht jetzt ganz schäbig da im Hintergrund, glaube ich. Aber die hat gesagt, geh zu der Therapeutin und die ist auch bezahlt. Und ich wollte es dir heute sagen, dass ich dich die ganze Zeit durchschaut habe. Ich habe die ganze Zeit gewusst. Jetzt stell ich dich bloß vor allen Leuten. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ha! Das wirst du merken. So, also bereit. Manchmal sind es dann auch Besucher, die dann irgendwie mit drinstecken, und das sind die verrücktesten Leute, die mit drinstecken. Ihr werdet nicht glauben, wer alles da mit drinsteckt. Es hängt nämlich alles zusammen. Es ist so, seht ihr, schaut euch mal um. Man hört ja manchmal so Wellen oder so andere Signale, so Infrarot sieht man nicht, aber hört man, spürt man. Und Ultraviolette, oder wie auch immer, jedenfalls außerhalb vom Spektrum. Aber, wenn man genau schaut, sieht man, wie sich die Fäden zwischen uns spannen. Ihr müsst reinfühlen. Lasst das Visuelle weg. Merkt ihr diese Fäden, diese Vernetzungen? Wenn es raus, rum, rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Fäden. Es sind ja viel mehr. 16 Leute. 16. Eine Person macht 15 Verbindungen. Das haben wir gleich. Ich habe zur Sicherheit, obwohl ich nicht wusste, was ich damit mache, habe ich ein Blankopapier vorbereitet. Wir werden das jetzt ausrechnen. Wir sind die Mathematik-Genies. Wir werden das hier jetzt lösen. Wir werden die Gleichung wegpicken wie nix. So, also, was, 15 oder, bin ich 15 oder 16? Naja, zwei noch. Ach so. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich bin 18. Okay. 18. Okay. 18. Das heißt, ich mache 17 Verbindungen. Die nächste Person ist schon mit mir verbunden, also macht sie 16 Verbindungen. Dann und so weiter und so fort. 14, 13. Ja, das stimmt doch. Das ist mathematisch komplett. Das ist überhaupt nichts witzig dran. So, jetzt muss ich es wieder zusammenmachen und bitte werden die linke Spalte zu mir und ich schaue schon mal die rechte Spalte an. So, 6, 5 und dann 4, 3, 2. Ich mache die ganz rechte Spalte. 7, 8, 9, 10. So, und die andere, wie schaut es aus? Zweite Spalte, erste Spalte, was haben wir? Ergebnisse. Hallo. Das ist jetzt keine Mathematik. Okay. 5, 9, 14, 20, 27, 2 weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 87. Zweite Spalte. 11, boah, hey, irgendwie ist mir das gerade. 11, 18, 18, 26. 56. Danke. Ja. Ich nehme es einfach von dir. So, obwohl du der Teufel bist, aber das macht nichts. So, und 10,
Sie ist drei, und so weiter. Es wird heute, aber wir kommen langsam an. 153. Es ist vielleicht mathematisch. 153 Fäden und Connections. Der Wahnsinn, oder? Der Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass wir 153 Fäden spannen, quer durch die Botanik? Ist das der Hammer? Ist das der Oberhammer? Okay, aber ich muss jetzt wieder kurz zurück in den ernsten Teil, weil es ist ja, das ist ja euch, ich will ja wirklich sagen, was hier eigentlich in echt passiert. Und zwar hinter dem steckt, hinter dem Text, hinter diesem negativen Text, hinter diesem Text, der strotzt vor. Genau, Schlangen. Schlangen und lauter. Zum Beispiel, da heißt es irgendwo so, Kraft ist Energie und Energie ist Gewalt. Und man könnte genauso gut sagen, Kraft ist Energie, Energie ist Liebe. Dieser Text ist negativ und ich möchte das anprangern, ich möchte mich davon distanzieren, ich musste das einlesen. Ich bin unter Waffengewalt gezwungen worden, diesen Text einzulesen. Das hört man ja nicht auf der Aufnahme, wie ich schwitze und wie ich fertig bin. Und wie oft wir das reproduzieren mussten. Und die das mit mir eingelesen hat, ich glaube, die gehört auch dazu. Auch dazu. Clara Liebsch, die das mit mir eingelesen hat, vielleicht steckt die sogar dahinter. Aber wir kommen später noch zur Auflösung. Die eigentliche Auflösung ist nämlich ziemlich kompliziert. Es ist so. Also dieser Text in Kombination mit diesen Bildern erzeugt einen Virus. Ein Virus, der uns alle umspannt und in Schach hält. Das hält uns in Schach. Wir müssen die ganze Zeit irgendwas machen, irgendwas tun. Das ist der volle Mindfuck. Und da fragt man sich dann manchmal. Manchmal, wenn ich hier sitze, 3,5 Monate auf diesem Sessel sitze ich und denke mir manchmal, ist das überhaupt wirklich jetzt ein Hotel mit einer Ausstellung? Und jetzt passt es mir gut auf, ich zeige euch mal was. Psst. Nix! Pressspanplatten! Es ist kein Innenhof. Es ist überhaupt kein Innenhof. Also wenn ihr mich fragt, schaut das aus wie Kulisse. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil man sieht nicht nach oben. Es kann das natürlich sein, es ist nach oben offen und da brüten überall Tauben und so und der Nachbar hängt seine Wäsche auf. Ist alles möglich. Ist alles möglich, aber who knows? Who knows? Okay. Genau. Und manchmal denke ich mir, ich gibt's vielleicht eine dritte Ebene. Und vielleicht bin ich weder das eine noch das andere, sondern es ist einfach so eine Art von. So eine Künstler-Residency und ich bin in Wahrheit, weiß ich nicht, Stuttgart-Barre oder Kehlmann oder Daniel Kübelböck. Wegen der positiven Energie, die ich so. Ja, jetzt habe ich den Zettel. Aber, Schatzi, das ist total schwierig, einen Zettel aufzuheben, wenn am Boden. Habt ihr gemerkt, das ist so wirkung? Ich sollte Knopfhoff nicht in der Mitte nehmen. Am Rand. Schatz, am Rand. Kein Problem. Alles easy peasy. Ihr seht, auf allen Ebenen was gelernt. Da oben, seht ihr das? Mikrofon. Vorm Haus transkribiert jemand das in so einem schwarzen Band, alles was wir sagen. Aber in der halben Stunde, jetzt gerade, macht er Pause. Ich habe mich mit dem abgesprochen, der ist zu Abend um die Zeit. Und jetzt, damit es niemand merkt, werde ich nochmal kurz die Textschleife einfallen und niemand wird es bemerkt haben. Und wir haben jetzt der Zeitschleife ein Schnippchen geschlagen. Wir waren dabei, in der Zeit, die nicht transkribiert worden ist, in diesem kleinen Schicht, unbemerkt. Nichts wird hier jemals öffentlich werden. Das ist unser Geheimnis. Das gehört nur uns. Danke fürs Kommen. Ihr hört jetzt noch den Rest von dieser Schleife, von dieser furchtbaren, ja, diese Laberei. Aber ihr müsst jetzt durch, weil das darf nicht auffallen, dass ich das unterbrochen habe. Das spiele nämlich mit diesem Mal mit. Das letzte Mal habe ich es vergessen, das habe ich sehr bereut. Wir sehen uns nachher noch ganz kurz und dann gibt es noch 1, 2, 3, 4 Fragen. Das Leben ist nämlich kostbar. Ich weiß das. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich tot bin und dann freue ich mich, dass ich immer noch lebe. Und dazu möchte ich
dich jetzt einladen. Du stellst dir beispielsweise vor, dass es 2030 ist und dass du von einem herabfallenden Dachziegel erschlagen wirst. Das kommt gar nicht so selten vor. Du stellst dir vor, wie du am Gehsteig liegst und durch eine Wunde an deinem Kopf quillt Blut. Dir wird schwarz vor Augen und wenig später versenken sie dich in einem Erdloch und dann halten sie auf deinem Begräbnis Reden, in denen sie dein Leben in ihrem Sinne umdeuten. Diese Schweine. Soda-Zitron. Und jetzt freust du dich, dass du noch nicht tot bist, oder? Was machst du jetzt mit dieser unverhofften Zukunft? Weiter wie bisher schön brav strategisch auf deinem langweiligen Weg ins Nichts oder zur Abwechslung vielleicht mal ein bisschen Leben, ein bisschen Aufrichtigkeit, ein bisschen Spontanität. Weiter brav und breit grinsen, Buckel und Hände schütteln oder immerhin die zweite Halbzeit nicht komplett verscheißen. Jetzt trinke ich mir einen Schluck. Jetzt sagst du dir, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Fällt dir was auf? Es gibt ja ein Bild, das auch so heißt. Genau hier gibt es also eine Lötstelle. Eine kleine Lötstelle, an der Text und Deko sich treffen. Warum genau hier? Warum genau jetzt? Warum lebe ich und wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Zur Auflockerung eine kleine Geschichte. Diese Geschichte hat mir Lisa Lee hier in diesem Hotel erzählt und sie handelt von mir. In meiner Körpermitte, in meiner Magengegend ist ein gigantisches Loch. Durch meinen Rücken hinaus strömt der ganze Schmutz des Universums. Am Rande dieses Lochs sitzt ein alter Mann, der Wächter der Quelle. Erschöpft sitzt er da und kann nichts tun gegen die Sturzbäche, die an ihm vorbeirauschen. Er steht mir bei wie ein Maskottchen, ist aber ansonsten machtlos. Meine rotierenden Gedanken halten mein Herz in Schach. Sie blockieren den ganzen Körper, aber insbesondere das Herz. Lisa legt mir die Hand aufs Herz und ich spüre, wie Dampf entweicht. Sie bügelt mich mit ihren Händen und streift mit einem feuchten Tuch viele Male von meiner Stirn bis hinunter zu den Zehen. Sie versucht, die überschüssigen Gedanken loszuwerden. Dann geht sie mir wieder in die Magengrube und fragt den Wächter der Quelle, ob er sich jetzt um das etwas erleichterte Herz kümmern könnte. Aber er sagt, das wäre ihm immer noch zu schwer. In diesem Moment taucht Hubertus auf, der sich zunächst als Hubert II vorstellt. Der sagt ihr, sie solle mir ausrichten, dass er jetzt da wäre und dass er mit jedem Tag stärker würde und dass er bald stark genug sein würde, mein Herz zu befreien. Diese Geschichte gehört mir, auch wenn ich sie dir jetzt erzähle. Und weil ich gerade so gut in Form bin, gleich noch eine Geschichte, obwohl Bella gesagt hat, ich soll die zweite Geschichte weglassen, dass der Text bis hierher gut ist und nachher einfach zu viel des Guten. Aber ich bin der Meinung, es werden ganz generell zu wenige Geschichten erzählt und im zeitgenössischen Theater sowieso. Hier also Geschichte numero due. Ihr kennt bestimmt die Ritter der Kokosnuss, beziehungsweise Monty Python and the Holy Grail. Erinnert ihr euch an die Szene mit der heiligen Handgranate von Antiochia? Nur damit konnte das Riesenkaninchen in der Höhle besiegt werden. Neulich war John Cleese in Wien. Der Abend war im Wesentlichen ein gesellschaftskritischer Vortrag mit dem Titel Why There Is No Hope. Anschließend gab es ein kurzes Publikumsgespräch. Ich stand auf und sagte: I have a terrible problem with bunnies. Obviously, the only thing that could help me now is the holy hand grenade.
Would you be so kind as to symbolically transfer it to me? Der Held meiner Jugend erhob sich also aus seinem Sessel und warf mir die gebenedeite Waffe in hohem Bogen zu. Thank you. This means a lot to me, sagte ich. Happy End. Und spätestens jetzt erkennst du die einmalige Gelegenheit. Heute kannst du dich endlich reinwaschen von deiner elenden Lebenslüge, von deiner kaputten Farce von Identität, die du in diesem Einkaufswagen vor dir herschiebst. Amen, ich sage dir, mach dich frei von deinem Pharisäertum und stell dich gerade hin. Es muss noch viel gerader gehen. Ja, streck dich. Stell dir vor, du bist ein Steckerlfisch und jemand fädelt einen kantigen Holzstab durch deine Wirbelsäule. Damit du endlich Rückgrat hast, mach dich gerade, stell dich nicht so an. Austreiben, sage ich, austreiben, alles austreiben. Das ist freilich alles nicht ganz uneigennützig, weil je weniger Abwasser im Umlauf ist, desto weniger hat der Wächter der Quelle zu tun. Ich schütze mich, indem ich dich schütze. Ich entschmutze mich, indem ich dich entschmutze. Eine Hand wäscht die andere. Das ist übrigens die positive Formulierung des Prinzips, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Wir lassen uns aber hier nicht einfach nur gegenseitig in Ruhe, sondern wir richten uns aneinander auf. Rücken an Rücken. Amigas und Amigos. Fakten, Fakten, Fakten und ans Publikum denken. Schreib dir das hinter die Ohren. Unsere Meinung ist egal. Es geht einzig und allein darum, was von außen lesbar ist. Wer das nicht begriffen hat, bekommt nicht nur ein Mitarbeitsminus, sondern zwei. Ich möchte das abschließend nochmals besonders betonen. Unsere Meinung ist egal. Es geht einzig und allein darum, was von außen lesbar ist. Und wie von Zauberhand löst sich plötzlich alles in Wohlgefallen auf. Was festgefahren war, ist jetzt beweglich. Was einsam war auf weiter Flur, spürt plötzlich tiefe, tiefe Verbundenheit. Der Wächter der Quelle sitzt jetzt an einem stillen Ozean und blinzelt in die Sonne. Ich hoffe sehr, damit sind alle Unklarheiten restlos beseitigt. Gibt es noch Fragen? Nein? Wunderbar. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommt noch ein kurzer Teil, der 3 Minuten dauert, Also jetzt kommt eigentlich in dieser Schleife, jetzt bin ich sozusagen komplett aus der Rolle gefallen. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommt noch ein kurzer Sing-Block, weil ursprünglich war es geplant, das zu zerhacken. Habe ich aber nicht gemacht. Und wenn so ein Tag ist wie heute, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, dann würde ich dazu übergehen, ein Lied auszuwählen, mit euch gemeinsam, nicht ganz mit euch gemeinsam. Zückt eure Smartphones und gebt ein ABBA SOS Lyrics. Weil wir werden jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Dieses wunderbare Lied. Ich werde währenddessen mit einem Messer die Kamera hier entfernen und euch so kurz mal drüberschwenkend auch filmen, wie schön ihr dieses Lied singen könnt. Aber SOS, Lyrics. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.
war wirklich ein großer Spaß. Wir singen noch dieses Liedchen und nach diesem Liedchen ist es vorbei. Wir sollen heute, und das ist eine kleine, ist es jetzt kurz nach 8 oder? Kurz vor. Kurz vor. Es ist heute ein Fotograf oben, der bei Patrick Müller im Usus fotografiert. Und die bräuchten noch ein paar Leute als Statisten, die um den Tisch rum sitzen, damit die so ein Szenefoto machen, wie von wegen Leute sitzen um den Tisch rum. So. Wir sind eh zu viele, aber jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen, weil sie möchten einfach für dieses Foto, ja, Schabernack. Wir singen jetzt zum Abschluss noch ein Liedchen. Es hat mich wirklich heute sehr ganz besonders gefreut. Es wäre heute eigentlich meine Dernière gewesen. Ich soll nächste Woche noch einen Tag machen. Ich glaube, Omikron wird mich sowieso fressen. Ich bin super erleichtert. Heute war, das meine ich jetzt ganz ehrlich, der bis jetzt beste Versuch. Und es freut mich sehr, dass heute besonders viele Leute da waren. Es hat mich wirklich, wirklich gefreut. Habt ihr alle aber SOS? Ja, na bitte, dann geht's ja, da geht's ja aber Halligalli. Da muss ich jetzt noch runterschneiden. Ich werde die Kamera runterschneiden. Zack. Ich muss die Kamera jetzt irgendwie so nach vorne immer richten. Also, dann richte ich jetzt. Habe ich die. Ist es so? Ja, das ist gerade. Dann. Also. Happy days, it seems so hard to find. Es fängt recht ruhig an, es kommt noch. Try to reach for you, but you have closed your mind. Es ist sehr sphärisch, es ist sehr sphärisch. Whatever happened to our love, it's understood. It used to be so nice, it used to be so good. When you near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, I will not even try to know. Standing near, you make me feel alive, the light of you. I reach your eyes to make you love. I wish I understood what happened to our love. It's so good. I love it. So when you need me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, how can I even try to hold? When you're gone, though I try, how can I? Danke. Freue mich sehr. Danke.